Ich hätte gedacht, dass es irgendwie uns erlaubt, dass man, also es quasi ein bisschen Glück ersetzt und wir einfach eine Sache leveln können dafür. Habe ich mich verirrt. So, hier haben wir ein paar Musiker. Ich würde sagen, wir stören die Party gleich mal. Oder eher, wir müssen die Party etwas stören. Auch hier werde ich wahrscheinlich erstmal auf den hier unten gehen. So, wenn wir einen nach dem anderen besiegen, wäre es wohl leichter. Ups, da sind ja einige versteinert. War ja einfach nur grau. Das sollte ein bisschen Schaden gemacht haben gerade. So. Hier sollte der Kampf auch wesentlich leichter sein, wenn wir nur noch drei Stück übrig haben. So, der hier unten sollte auch kein Problem werden jetzt mehr. Und dann gibt es hier noch einen, oder ist er auch schon tot? Anscheinend ist er auch schon tot. Fast 2000 Yen mal eben verdient, von daher. Bitte ist auch recht nett. Und wir haben hier wieder. Doch keine schöne Landschaft. Hä? Wir haben die Monster erledigt. Warum verschwindet denn die Kraft der Götter? Ich schätze, der Fluch auf den Göttern dieses Landes muss wirklich stark sein. Sie können nicht intervenieren, solange wir uns nicht um diese verfluchte Zone gekümmert haben. Und ich würde sagen, wir rennen hier mal in diesen Minenschacht oder was das sein soll rein. Einen Futtersack haben wir bekommen. Und keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung bekommen, ist auch sehr schöne Sache. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hey! Guck dir diesen Baum an. Er bewegt sich. Pass lieber auf, Amy. Hast du das gesehen? Er hat mit irgendeiner Frucht nach uns geworfen. Zeig ihm, was ein Hake ist. Ach, ich weiß schon. Ja, versuche die Frucht auf ihn zurückzuschlagen. Achso, mal einen Strich, um die Frucht zu treffen. Du wirst sehen, wie, oder? Ich dachte, man müsste. Ich dachte, man müsste einfach nur Drehattacke ausführen. Oder warte, muss ich einen Strich auf ihn ziehen? Oder muss ich doch einfach. Nee. Einfach die Frucht angreifen muss ich anscheinend nicht. Ja, ich muss einfach Kraftstreich machen. Guck mal, du hast ihm seine eigenen Frucht betäubt. Lass uns schnell an diesem unheimlichen Baum vorbeigehen. Solange wir können. Auch Kamera dreht sich natürlich genauso ungünstig, wie es geht. Ach, jetzt kommen von beiden Seiten auch noch die Geschosse, auch noch von hinten diese. So, dann gehen wir mal über diese Brücke. So, wo geht's denn jetzt lang? Da oben ist ein Tor. Und hier lang geht's. Oder auch nicht. Also schnell weg hier. Das war gerade ziemlich knapp. Wieso renne ich nicht einfach so vorbei? Das geht doch auch. Was haben wir denn dort? Auf jeden Fall haben wir eine Person, mit der wir reden können. Ist Tag oder was? Ach so, Gegner.
Was haben wir denn dort? Einen neuen Gegner oder was? Oder ein Boss anscheinend sogar. Auf jeden Fall können sich das mal als Grund diese Sage zu verwenden. Okay, sie bringt sehr viel, muss man sagen. Ich meine, wir brauchen jetzt noch 3 Schläge für einen Gegner. Ah, okay, das ist gemein. Wir hatten doch auch noch einen heiligen Knochen zum Heilen. Da. Können wir den irgendwie mit dem Pinsel angreifen auch? Na gut, so auf jeden Fall nicht. Ich glaube, so sollte man das machen. Also Sprung und Angriff. Zumindest sollten wir wahrscheinlich schon mal springen, allein schon, weil er ja... immer diesen Angriff macht, diese Druckwelle. Aber sieht echt nach einem Boss aus, würde ich mal sagen. Dann... ja, können wir nicht laufen? Wieso können wir nicht laufen? Ist das normal, dass ich jetzt nicht laufen kann? Ich hoffe nicht. Weil ich hoffe, dass es normal ist, weil... weil sonst wäre es natürlich... oder ich kann echt nicht laufen. Ja, ich kann ihn jetzt natürlich auch nicht angreifen. Weil er hinter mir ist. Ja, ich kann nicht laufen. Das macht die ganze Sache natürlich um einiges schwerer auf jeden Fall. Wir können es auf jeden Fall bei der Drehattacke hier, also mit, diesem Sprungangriff, immer zu ihm drehen. Aber, also laufen würde ich gerne irgendwie. Ich weiß ja nicht, warum ich gern laufen möchte, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Laufen besser wäre. Besonders, weil ich ihn so jetzt natürlich kaum noch treffe. So. Ja, ich hoffe, es ist normal, dass ich nicht laufen kann. Aber ich glaube irgendwie nicht daran, dass es normal ist. Aber meine Fernbedienung kann es ja nicht liegen, irgendwie, weil alles andere geht ja. Aber ich habe wenigstens den Bosskampf raus, also springen, wenn er die Rückwelle macht. Ist nicht allzu schwer. So. Ich glaube, hier in der Ecke stehe ich ein bisschen blöd, aber ich kann hier nicht weg. Das verlängert auf jeden Fall den Bosskampf, aber viel schwerer macht es den auch wieder nicht. Man sieht ja, er hat kaum noch Energie. Von daher einfach. Ach, hallo. Ich habe nicht mal den Knopf gedrückt, aber egal.
Ja, jetzt würde ich mich gern bewegen können. Ich wechsle mal eben ganz schnell die Fernbedienung, falls es doch an der Wii-Fernbedienung liegen sollte. Ich kann keine dazu holen. Keine andere. Irgendwie stimmt hier, glaube ich, gerade irgendwas ganz und gar nicht. Von daher würde ich sagen, versuche ich mal eben die Lösung zu finden. Wir sehen uns gleich irgendwann wieder im nächsten Part an dieser Stelle wieder, hoffe ich. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss.